hat der Sonnenaufgang genauso gut gefallen wie mir. War, denke ich, mal mehr als spektakulär. Hat sich mehr als gelohnt, früh aufzustehen. Und ich bin richtig froh, dass wir es gemacht haben. Jetzt werden wir gleich eine kleine Wanderung machen. Klein heißt 8 Kilometer, denke ich mal, wieder. Was, denke ich mal, auch schön wird. Vor allem ist es momentan noch relativ kühl. Das ist beim Wandern, denke ich mal, auch ganz praktisch. Aber später, denke ich mal, wird es auf jeden Fall noch gut warm. Aber bis dahin würde ich mal sagen, sagen wir Eierschwack erstmal tschüss und bis später. Ich muss nicht sagen, dass sich die Aussicht hier mehr als gelohnt hat von der Wanderung hier, die wir jetzt etwa zur Hälfte fertig haben. Und dann geht es gleich den Rundwanderweg, sage ich mal, einmal weiterlaufen werden. Wir laufen im Grunde einmal hier um diese ganzen Steine herum. Das Ganze ist ähnlich erstanden wie Uluru, ist allerdings nicht Uluru, sondern ist Katatuta, nennt sie das Ganze hier. Eine ähnliche Formation eigentlich, allerdings ein bisschen mehr Canyon dazwischen drin, so wie man das hier eben sieht. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig spektakulär aus und einfach nur verdammt cool. Der Sonnenaufgang hat euch hoffentlich mal wieder gefallen. Wir sitzen hier jetzt noch ein bisschen am Lagerfeuer, machen uns gleich unser Essen und werden dann hier nochmal unterm freien Himmel schlafen, was richtig cool ist, weil man im Hintergrund die Wildpferde und die wilden Kamele hört, was verdammt cool ist. Der Tag war heute ziemlich anstrengend, die Wanderung war cool, aber auf jeden Fall, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, es war richtig cool. Vor allem auch der Sonnenaufgang an Uluru selbst waren richtig, richtig, richtig krass. Hier am Feuer wird es gerade ziemlich, ziemlich warm wieder. Heute Nacht ist es wahrscheinlich trotzdem ziemlich kalt, wobei aber eben, wie man sieht, ziemlich, ziemlich viele Wolken aufgekommen sind. Was ein bisschen schade ist, dass ich da jetzt nämlich absolut keine Zeitrafferaufnahmen machen kann. Dafür aber ein paar coole Zeitrafferaufnahmen eben von dem Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, die waren hoffentlich ganz schön. Das sehe ich alles eigentlich erst im Schnitt. Jetzt sage ich mal, sitzen wir jetzt noch alle gemütlich zusammen, essen was, trinken was. Und morgen wird es dann auch nochmal aufgehen zu einer richtig großen Wanderung wahrscheinlich, in so einem kleinen Kings Canyon. Dort befinden wir uns auch gerade schon ein paar Kilometer davon entfernt. Da werden wir morgen nochmal ungefähr 4-stündige Wanderungen unternehmen. Morgens auch wirklich ziemlich früh, dass wir da nicht irgendwie in die Mittagshitze kommen. Weil momentan wird es hier eben auch tagsüber um die 35 Grad, was eben ziemlich anstrengend auch ist. Aber das sehen wir dann alles morgen, das machen wir dann auch alles morgen. Und morgen Abend geht es dann wieder zurück nach Alice Springs. Da wird uns eine lange Busfahrt wieder von ca. 4,5 Stunden erwarten. Aber da freue ich mich auch schon drauf, irgendwie wieder zurück zu sein. Weil es ist schon auch irgendwie ganz schön anstrengend, bei der Hitze große Wanderungen zu machen. Und da ist dann auch alles wieder ein bisschen erträglicher. Da freue ich mich, wie gesagt, schon drauf. Aber jetzt würde ich mal sagen, sage ich und das Feuer dann gute Nacht. Und bis morgen dann, live your life and see you tomorrow.